ein bisschen was an den Produkten vorstellen, damit ihr auch wisst, wenn ihr zum Beispiel mal sagt, keine Ahnung, wenn wir das zum Beispiel damals, ich hatte voll den starken Eisenmangel und so und habe dann einfach was gesucht, womit ich das in den Griff bekomme und habe dann neben dem Complete einfach auch noch die Caps genutzt und deswegen ist das, glaube ich, für den einen oder anderen auch noch interessant. Deswegen super, dass ihr euch die Zeit nehmt und zuhört. Die liebe Nadine startet heute mit Complete. Geht das, Nadine, mit Baby? Ja, okay. Hast du eine Tüte da oder soll ich schnell eine holen? Okay, perfekt, super. Schalte. Ja, okay. Ja, genau, ich starte mit dem Complete. Ich habe jetzt die kleinen Tüten da, also ich habe auch die großen, die sind allerdings im Kühlschrank, weil das ist ja auch eine Konservierungsstoffe. Deswegen immer im Kühlschrank lagern. Also das haben wir in Schoko, in Vanille. Und zwar, das ist ja unser Pulver, mit dem wir eigentlich alles machen können. Damit können wir nicht nur Shakes machen, sondern Waffeln, Pancakes, sogar herzhafte Sachen wie Pizza oder Brötchen. Das hat komplexe Kohlenhydrate. Alle sagen immer Kohlenhydrate, wie schlimm, aber nein, Kohlenhydrate machen uns ja lange satt. Gerade die komplexen Kohlenhydrate, die enthalten ganz viele Ballaststoffe, die die Verdauung fördern, die. Moment. Meinen Sohn eben ablegen. Entschuldigung. Genau, verdauungsfördernd und komplexe Kohlenhydrate werden halt langsam aufgespalten, weswegen das halt zum Abnehmen natürlich sehr förderlich ist, ne? Ansonsten viel Eiweiß enthält es auch, 13 Gramm insgesamt. Und wenn wir jetzt nur vom Shake ausgehen, haben wir 230 Kalorien rund, und haben eine vollwertige Mahlzeit, also im Sinne von den Nährstoffen, die das komplett enthält und nicht im Sinne von den Kalorien, ne? Also ich meine, wenn man im Defizit ist, im Defizit sich ernähren will, dann ist das natürlich sinnvoll, das als Mahlzeitersatz zu nehmen. Wer aber zunehmen will, der nutzt das zusätzlich und wer Muskeln aufbauen will, ebenso zusätzlich nach dem Sport. Ja, genau, das haben wir halt in Schoko und Vanille, weil das halt ohne Zusätze ist und nicht mit künstlichen Aromen gearbeitet wird. Deswegen halt nur Schoko und Vanille. Und ja, da gibt es halt die kleinen To-Go-Beutel, die habe ich jetzt hier vorgestellt. Ich habe aber auch die großen, die sind allerdings im Kühlschrank. So, wie der Name Complete ja schon sagt, es ist eine komplette Mahlzeit von den Nährstoffen her. Und das haben wir anhand der Regel genauso. Seht ihr, einmal habe ich hier den Fruchtriegel. Und den Schokoriegel. Also ist nicht so, wie man sich vielleicht einen Eiweißriegel vorstellt, sondern eher wie ein Müsliriegel, würde ich fast schon sagen. Allerdings glutenfrei. Also die Produkte sind so gut wie alle glutenfrei. Und vegetarisch oder vegan. Ne? Also das Complete Pulver ist tatsächlich vegan. Der Riegel ist vegetarisch. Und ja, ich esse es super gerne so mal als schnelle Mahlzeit zum Frühstück oder so. Und ich meine, wenn man halt abnehmen will, super auch als Mahlzeitersatz. Oder wenn man sagt, man hat so und so viel Verbrauch, wenn man viel Sport macht oder so, dass man das dann zusätzlich als Nachmittagssnack nutzt tatsächlich. Also wer halt gern auf süß ist, der ist mit den Riegeln halt super. Meine Tochter mag die auch gerne. Also Kinder können das auch problemlos zu sich nehmen. Ja, du noch nicht. Ja, und wer die absolut herzhafte Variante dann lieber mag, der nutzt halt die Complete-Suppe. Ist halt im Prinzip das Gleiche drin, nur halt viel mehr Gemüse, damit es halt herzhafter ist. Und das mischt man sich zum Beispiel mit Milch zu einer Gemüsecremesuppe an. Das kann man als Dressing verwenden, das kann man halt ganz vielseitig auch einsetzen, Soßen mitmachen etc. Ja, also das kurz und knapp zum Complete. Ja, wenn noch Fragen sind, gerne fragen. Danke, Nadine. Vielleicht können wir die Fragen zum Ende Ja, hinschreiben. Also wenn jetzt ja. vielleicht irgendjemand sagt, boah, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, schreibt euch das auf und dann können wir am Ende nochmal so eine Fragerunde machen. Sehr nice, vielen Dank. Ja. Also das ist halt voll cool, ne? Weil wenn ihr irgendwie zwischendurch lieber sowas zum Kauen habt, als was zum Trinken, sag ich mal. Ich meine, aus dem Complete kann man ja auch Bowls und so machen, ne? Der Dienstmann isst zum Beispiel mal die Riegel auf der Bowl, ne? Habe Ja, ich. genau. Ja. Ja, das ist halt auch voll cool als Topping oder so, aber für unterwegs sind halt die Riegel auch mega praktisch, ne? Hast du auch immer, du hast Ja, meine ich finde auch. halt auch gerade in der Schwangerschaft, ne, gerade wenn du so
mit Schwangerschaftsübelkeit auch zu tun hast, finde ich das sehr sinnvoll, sich zum Beispiel ins Auto einen Riegel immer reinzupacken oder so, weil oft ist ja, kommt ja die Übelkeit daher, dass der Magen leer ist, ne? Also dass deswegen auch morgen Übelkeit oder so. Oder man legt sich schon mal einen Riegel auf den Nachtschrank, kann ja nur ein Stückchen davon morgens abbrechen oder so. Ne? Also das wäre schon echt für Schwangere auch super geeignet, ne? Und für Stillende, ich stille übrigens noch. Ja. Ja. Du hast auch alles in der Schwangerschaft benutzt, ne? Ja, genau. Ja, sehr nice. Okay, also haben wir Riegel, Suppen und Complete. Das heißt, das Riegel und Suppen sind genau das gleiche wie das Complete. Ne? Nur für euch nochmal kurz als Info. Als nächstes haben wir den Booster und der ist so, ich sage immer, das ist der eineiige Zwilling vom Complete. Also die zwei zusammen funktionieren einfach richtig geil. Und die liebe andere Nadine, ja, wir haben hier zwei Nadines. Die blonde Nadine macht heute mal den Booster. Die kleine Nadine. Wir haben ja festgestellt, wir sind alle nicht so groß. Also hi, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Nadine, bin 32 und stelle euch heute den Booster vor. Der sieht so aus. Und zwar könnt ihr den Booster nutzen als natürlichen Appetitzügler. Der Booster ist so ein bisschen wie ein ganz feines Granulat. Den könnt ihr euch direkt in den Mund schütten. Oder ein bisschen Wasser oder Flüssigkeit eben verrühren und dann trinken. Der Booster hat den Effekt, wenn ein Magen gelangt, dass er sich ausbreitet wie ein Gel und das dann 30% des Magens abdeckt. Somit habt ihr dann nur noch die restlichen 70% des Magens, die man ganz normal befüllt, quasi mit dem, was ihr esst, aber ihr seid schon vorgesättigt. Dann muss ich noch dazu sagen, das ist auch alles wie alle anderen Produkte, die wir haben, ne? Wirklich komplett vegan, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, frei von Konservierungsstoffen genauso und ist aber ein duales Wirkungsprinzip. Ja? Dual heißt, es läuft zweigleisig. Das eine ist das Gute, diese Appetitzügler mit diesen 30%, was ich eben gesagt habe, was einfach schon den Mageninhalt abdeckt. Und das andere ist ein cooler Effekt, dass es so einen kleinen frischen Kick hat, weil es noch ein natürliches Koffein enthält. Und das gibt euch noch mal so ein bisschen zusätzlich Energie und deswegen duales Wirkungsprinzip. Ne? Also einmal diese Sättigung zusätzlich und dieses Koffein, dieses Pflanzliche, was drin ist. Es wird alles gewonnen aus der sogenannten Glucomananwurzel. Und ja, was halt noch wichtig ist, dass ihr, wenn ihr den Booster nutzt, nutzt den 30 Minuten vorm Essen. Ja, dass Zeit hat, sich das Gel auszubreiten. Und wenn ihr aber sagt, ihr braucht so ein bisschen mehr Energie vorm Sport zum Beispiel, dann nehmt ihr den eine halbe Stunde vorm Sport, dass ihr da den Effekt dann auch zum Sport nutzen könnt, genauso wie zum Essen hin. Genau, das glaube ich war es schon so kurz und knapp zum Booster. Ja, perfekt, vielen Dank. Ich feiere den auch richtig. Also ja, ich auch. Ah, was ich noch sagen wollte, kommt immer hinterher, ne, wie die Altfastnacht. Ist auch super, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Heißhungerattacken. Ja, wenn ihr zwischen den Mahlzeiten das Gefühl habt, ihr seid nicht genug gesättigt, dann könnt ihr auch den Booster nutzen. Oft ist es ja so, gerade wenn man anfängt, so seinen Lifestyle und die Ernährung und so umzustellen, dass man gerade zwischen den Mahlzeiten denkt, oh, jetzt könnte ich mal eine Schoki, ne? Nee, müsst ihr nicht, pfeift ihr euch einen Booster rein und dann ist wieder alles gut. Braucht ihr euch keine Sorgen machen, alles pflanzlich. Ja, mega nice. Und für alle, die irgendwie viel Sport machen, der verlangsamt auch den Proteinabbau und verschnellert den Kohlenhydratabbau. Das heißt auch für euch richtig nice. Genau. So, auf das Sportliche jetzt gesehen. Ja, danke, ja. Nadine. Gerne. Danke, Nadine. Nina, magst du mit Omega weitermachen? Okay, cool. Könnt ihr mich hören? Super. Hey, ich bin die Nila, bin 29 Jahre alt und nutze eigentlich alle Produkte von Juice Plus, aber mein persönliches Herzensprodukt, und wenn ich sage Herzensprodukt, dann meine ich das so, sind die Omega-Kapseln, die mir persönlich dabei geholfen haben, mein Hautproblem in den Griff zu bekommen. Ich erkläre das ganz kurz, also ich mache schon seit gefühlten 1000 Jahren Kraftsport und habe natürlich auch vor JP Ernährungsoptimierung benutzt, ja, sämtliche Eiweißshakes, irgendwelche, weiß ich nicht, Booster und was man sich da alles so reinpfeift und ganz viel Protein, habe ganz viel Fleisch gegessen
und sah aus wie wirklich, also Katastrophe, Akne im Gesicht, Akne auf dem Brustkorb, am Rücken, an den Armen. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und die Tanita hat dann damals gesagt, komm, probier doch mal die Omegas und das Komplett, nutz doch mal die Produkte, geh doch mal weg von diesem ganzen tierischen Eiweiß und diesen ganzen chemisch hergestellten Supplements. Das habe ich dann auch gemacht und siehe da, seitdem hat sich meine Akne wirklich um Welten verbessert. Also ich kann das noch nicht mal mehr Akne nennen, weil ich habe keine Akne mehr, ja. Ich kriege höchstens mal ein Pickelchen zum Zeitpunkt meiner Periode, kann man so auch so sagen, weil es ist hormonell bedingt. Und die Omega-Kapseln, ich zeige dir mal ganz kurz, so sehen die aus, sind auch vegan, also nicht hergestellt wie die meisten, die man so im Einzelhandel bekommt, aus Fischöl, sondern mit unter anderem aus den Algen, die die Fische fressen. Bedeutet also, die Fische bleiben am Leben und wir nutzen hier auch nur pflanzliche Inhaltsstoffe. Diese Omega-Kapseln sind die einzigen auf dem Markt, die wirklich alle wichtigen Omega-Fettsäuren enthalten. Also nicht nur 3 und 6, sondern eben auch 5, 7 und 9. Ja, bedeutet also, diese Kombination gibt es so auf dem Markt nicht. Meiner Meinung nach sind die Omega-Kapseln auch aus der Ernährung nicht wegzudenken, weil wir Omega-Fettsäuren nicht selber produzieren können. Ja, der Körper braucht sie, aber wir können sie nicht selber produzieren. Bedeutet, wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Problem an dem Ganzen ist aber, dass diese wichtigen Omega-Fettsäuren wie 3, ja, zum Beispiel in ganz, ganz wenigen Lebensmitteln enthalten sind. Und auch diese müssten wir dann in so großen Mengen zu uns nehmen. Das könnte sich A, kein Mensch leisten und B, würde kein Mensch so viel Fisch am Tag essen können, dass man wirklich diese Fettsäure in der richtigen Menge zu sich nimmt. Es ist aber hier nicht nur ein Produkt gegen Akne oder Hautunreinheiten, sondern Omega-Fettsäuren. Ich betone das immer extra in der Mehrzahl, weil halt eben diese Kombination so wichtig ist. Super wichtig noch für ganz andere Vorgänge im Körper sind, wie zum Beispiel, man hört das ja so, wenn das Blutfett zu hoch ist, Cholesterin und solche Sachen, Omega-Fettsäuren regeln das, ja, die gleichen dieses Ungleichgewicht aus, was wir über diese eher schlechte Ernährung, die wir zu uns nehmen, halt einfach wieder in den Griff kriegen. Schwangere, ja, ganz, ganz wichtig, Omega-Fettsäuren, weil das trägt zur Gehirnentwicklung des Babys bei, Omega-Fettsäuren. Unser Gehirn besteht zum Teil aus Omega-Fettsäuren. Die Netzhaut braucht Omega-Fettsäuren, also wird unser Sehnerv gestärkt. Die Blutfließkraft wird von Omega-Fettsäuren mit unterstützt. Das Herz wird unterstützt, die Gefäße werden unterstützt, die Organe. Also ihr merkt, ne, dieses Aufzählen hat gar kein Ende. Viele kennen diese Omega-Fettsäuren nicht, deswegen betone ich das so, weil es ist wirklich super wichtig. Und hier habt ihr, wie gesagt, auch veganes Produkt, wer da Wert drauf legt und halt eben ein Produkt, wo ihr alle Fettsäuren drin habt, die ihr so braucht. Sehr nice, vielen Dank. Wir haben nicht nur die Omega-Caps, sondern wir haben auch noch Obst, Gemüse, Beeren-Caps. Der eine oder andere wird sie zu Hause haben. Also wir sagen immer so Obst und Gemüse fürs Immunsystem und Berries sind unsere Beauty-Berries für Haut, Haare, Nägel. In diesen Kapseln ist wirklich nur vollreif geerntetes Obst, Gemüse und Beeren. Ja? Und warum sollten wir die Kapseln zu uns nehmen? Die Kapseln, also die Obst, Gemüse, Beeren-Kapseln, ich zeige dir nochmal, ich hole die gleich nochmal raus, sind nicht dafür da, um eure gesunde Ernährung zu ersetzen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ihr sagt, boah, ja, ich esse jetzt kein Obst und Gemüse und keine Beeren mehr, ich nehme jetzt nur noch meine Kapseln. So, das ist nicht der Sinn der Sache, ne? Weil voll viele denken, ja, ich brauche das nicht, ich esse ja genug Obst und Gemüse und Beeren. Ja, klar, wir essen alle natürlich viel und vielleicht der ein oder andere auch genug, ja, aber wir sollen 6 bis 8 Portionen Obst und Gemüse und Beeren am Tag essen. Wer von euch schafft das? 6 bis 8 Portionen. Also ich auch nicht. Hab's noch nie, glaube ich, in meinem Leben geschafft. Kein Mensch, weil dann wir werden nur am Essen, hör mal. Wir müssen ja auch irgendwann, müssen wir mal den Haushalt machen und arbeiten gehen. Ne? Nein, aber das ist halt echt ein bisschen schwierig. Ne? Und man merkt es jetzt nicht, ja, dass man vielleicht eine Mangelerscheinung hat, weil zum Beispiel in Obst, Gemüse, Beeren sind auch sekundäre Pflanzenstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, das ist jetzt nur ein Bruchteil von dem, was natürlich alles drin ist, aber das will ich euch einfach, weil man das ganz gut veranschaulichen kann. Sekundäre Pflanzenstoffe bilden sich in Obst, Gemüse und Beeren erst, wenn die Frucht, das Gemüse oder die Beere an dem Ursprung, sprich, also wenn sie noch am Baum hängen, Strauch, whatever, ja, am Ursprung halt, die Farbe erhält, ja, und ganz banales Beispiel, Bananen, wer hat jemals eine richtig reife Banane im Laden gekauft? Sind immer grün, oder?
Müssen ja auch, weil woher kommen die? Werden alle importiert, ja? Wenn die gelb gepflückt worden wäre, dann kämen die bei uns braun an, ja? Und dann kauft es ja kein Idiot mehr. Wer kauft braune Bananen? So, deswegen werden die natürlich grün gepflückt, um den Transportweg zu überleben und bei uns anzukommen. Klar, ne? Jetzt haben wir die Banane, aber wir haben eine Banane und eine sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, und das ist ja nicht nur bei der Banane so, sondern das ist ja auch bei der Papaya so, bei der Mango so, bei, weiß ich nicht, X, Y und Z so. Ne? Es ist ja bei super vielen Sachen so. Und deswegen haben wir alle, leider Gottes, einen Mangel an sekundären Pflanzenstoffen. Ja, und das ist ja nicht nur der einzige Mangel, den wir haben. Es gibt ja auch super viel, also in der Banane sind mehrere Sachen nicht vorhanden, weil sie halt einfach grün gepflückt wird. Ne? Aber das jetzt nur einmal, um das zu veranschaulichen. Das heißt also, diese Kapseln sollen nicht die Ernährung ersetzen, soll nicht euer Obst und Gemüse ersetzen, weil das ist ja auch Genuss, schmeckt ja auch gut, sondern es soll einfach die Lücke zwischen dem, was wir tatsächlich essen und dem, was wir eigentlich essen sollten, schließen. Ja, dass wir einfach keine Mangelerscheinung haben, weil dieses Obst und Gemüse, was in der Kapsel ist, ist ganz cool, weil in der Schweiz haben die so, also Just Plus hat ja so den Hauptsitz in der Schweiz, ja, und das ist eigentlich ganz geil, weil die haben noch eine stärkere oder eine höhere Lebensmittelkontrolle als wir hier in Deutschland, ja, und wir in Deutschland sind schon ganz gut dabei, aber in der Schweiz sind die halt noch strenger, was so Ernährung und Nahrungsmittel und so weiter angeht, da sind ganz harte Kontrollen und bei Just Plus ist ganz cool, die haben dann eine Plantage, eine riesige, ja, und daneben ist direkt die Fabrik, wo die Kapseln hergestellt werden, das heißt, die pflücken das, vollreif logischerweise, gehen nebenan 5 Minuten entfernt zur Fabrik, ja, verarbeiten das Ganze schon getrocknet, damit keine Vitamine flöten gehen und dann halt in die Kapsel gepackt und dann haben wir das Ganze. Ne? Deswegen funktioniert das halt mit der Kapsel und leider Gottes nicht mit dem, was wir halt im Supermarkt kaufen. Ist halt einfach so. Ne? Genau, und jetzt nochmal ganz kurz, um unabhängig von dem, was es jetzt tun soll für uns, was kann denn das Einzelne? Ja, also grün ist ganz cool, ich mache das ganz easy, ich teile es einfach mal auf 3 auf, also grün entgiftet, ja, das heißt, also ihr kennt das ja, wer kennt dieses Smoothie-Detox-Zeugs, ist immer grün, oder? Immer wenn irgendwas von Detox ist, immer grün, ja, das ist, weil grünes Gemüse super krass entgiftet, ja, also mega, mega gut. Das heißt, diese Kapsel entgiftet eure Zelle, das heißt, wenn irgendwelche Toxine oder freie Radikale von draußen, ja, wir atmen ja auch Sachen ein, wir nehmen Sachen zu uns, vielleicht mal den Apfel nicht gewaschen, der gespritzt war oder so, scheidet das alles wieder auf. Deswegen kann auch sein, wenn ihr die grünen Kapseln nutzt oder auch wenn ihr das komplett nutzt, könnte es sein, dass die Haut erstmal unrein wird. Das liegt aber nicht an der Kapsel oder so, weil die euch nicht bekommt, sondern es liegt daran, dass die Haut ist euer größtes Ausscheidungsorgan und darüber werden ganz viele Giftstoffe nach außen getragen, was sehr gut ist. Das heißt also, reagiert euer Körper mit einer stärkeren Verdauung oder zum Beispiel auch mit unreiner Haut, bedeutet das erstmal was Positives, weil euer Körper arbeitet und schmeißt den ganzen Blödsinn aus euch erstmal raus. Das ist schon mal gut. Also nicht wundern, wenn das passieren sollte. Rot baut die Zelle wieder auf. Das heißt also, wenn ihr eine Zelle habt, die irgendwie beschädigt ist, aus welchen Gründen auch immer, ja, kann immer mal passieren, dass die Zelle nicht mehr so in Ordnung ist, dann baut Rot die Zelle wieder auf, also Obst. Und Berries, ganz easy, Lila schützt die Zelle. Ja, und deswegen auch Haut, Haare, Nägel, weil Nägel und Haare sind einfach nur abgestorbenes Horn. Ja, hört sich ekelhaft an, ist aber so. Ja, also das ist einfach nur Horn abgestorben. Und das ist ja tot, ja, also das wird ja nicht durchblutet, logischerweise, deswegen können wir Nägel und Haare ja auch ohne Schmerzen schneiden, da ist ja nichts, was irgendwie lebt. Trotzdem, über die Kopfhaut und über unsere Nagelbetten werden natürlich Vitamine, Mineralstoffe und so weiter in Haare abgegeben und auch in Nägel abgegeben, ja, bedeutet das, wenn du brüchige Nägel hast, brüchige Haare hast oder dünne Haare, Haarausfall, bedeutet das eigentlich immer, dass du einen Mikronährstoffmangel hast, ja? Und Beeren sind super, super gut, um die Zelle nochmal zusätzlich zu schützen. Das heißt also, eure Haare wachsen besser, eure Nägel wachsen besser, eure Haut wird auch reiner, ja, weil es die Zelle schützt. Und man sagt zum Beispiel auch, U40 soll man vermehrt Beeren essen, weil die so einen krassen, weil die so krasse Antioxidantien haben, dass die halt die Zelle so gut schützen, dass zum Beispiel auch vor Krebszellen geschützt werden kann. Ja, kann. Ich mache hier keine Gesundheitsaussage, dass das vor Krebs schützt, sondern Beeren können vor Krebszellen schützen und deswegen sollte man vermehrt Beeren essen. Ja, genau, das zu den 3 Caps. Ich glaube, hat das jeder verstanden? War das irgendwie verständlich, wie ich das erklärt habe? Perfekt, sehr gut. Und dann haben wir das allerletzte, ja, das letzte, ne? Die Steffi macht heute das Lift. Viel Spaß, Steffi. Hört ihr mich? Sehr gut. Ich bin die Steffi, 25 Jahre alt, wer mich noch nicht kennt. Ich habe heute die Ehre, euch unser
geilen Energy-Drink vorzustellen. Das Ganze sieht so aus. Das ist so ein Spender. Und sieht im Endeffekt so aus. Sind so Tütchen. Rein optisch ist es ein rotes Pulver. Macht ihr einfach in euer Wasser oder whatever. Aber da komme ich nochmal später drauf zu sprechen. Was ist enthalten? Wir haben einmal Sauerkirsch und rote Beete. Das ist unsere Geschmacksträger. Also ich persönlich finde, es schmeckt auch danach und es riecht auch gleich danach, wenn man das Tütchen aufmacht. Was ist noch drin? Die Gerbermate. Das sorgt für unser natürliches Koffein, dass wir einfach wacher sind. Gleicher Effekt wie, wie Kaffee oder schwarzer Tee oder whatever. Dann haben wir Mango, Guave und Zitronenschale. Die sorgen dafür, dass die B-Vitamine in unser Energy Drink kommen. Was haben wir für B-Vitamine drin? Wir haben Vitamin B1, ist fürs Nervensystem immens wichtig. Vitamin B2 für den Stoffwechsel. Vitamin B3 für die Zellregeneration und für die Energie. Vitamin B5 ist für den Kohlenhydrate und Fette, dass die schneller abgebaut werden. Und Vitamin B6 für die Konzentration und die Zellerneuerung. Ich persönlich merke am ehesten mehr Energie und mehr Konzentration. Also ich persönlich habe so ab 4 immer so meinen Tiefpunkt, wo ich merke, okay, jetzt wäre mal wieder Zeit für einen Lift. Ich empfehle euch auch, das Ganze spätestens nachmittags zu nehmen, weil je später ihr das nehmt, glaubt mir, ihr werdet die Nacht nicht schlafen. Also haben wir alles schon durch. Schlaflose Nächte, also nicht so spät nehmen, weil es wirkt tatsächlich, das Koffein. Und ja, wie gesagt, das ist das Grundding. Wie mache ich meinen Lift? Ihr könnt es natürlich ganz normal in Leitungswasser einrühren. Ich mag es besonders gern mit Orangensaft, einen Schuss drin. Oder im Sommer mit Eiswürfeln und gefrorenen Früchten. Aber das ist lediglich Geschmackssache, wie ihr das macht. Aber auf keinen Fall so spät am Abend. Das war's auch schon. Außer ihr habt Nachtschicht. Dann gönnt euch. Ja, nice. Vielen, vielen Dank, Steffi. Ja, das war, glaube ich, alles. Ja, wir haben alles. Also wir hatten Complete, Riegel, Suppen, Booster, unsere Omega-Kapseln, unsere Obst-, Gemüse-, Beeren-Kapseln und unser Lift. Also das sind die Sachen, die wir einfach in unserem Office haben, also die für euch einfach sinnvoll auch zu nutzen sind. Und genau, also wenn ihr Fragen zu dem einen oder anderen habt, könnt ihr entweder jetzt hier unten in den Chat schreiben oder wenn ihr sagt, boah, ich habe so eine krasse Akne oder ich habe Probleme mit meinen Haaren oder weiß ich nicht, ich bin immer müde, dann sprecht einfach mal euren Mentor an und fragt den, durchlöchert den mit Fragen zu dem jeweiligen Produkt, wozu ihr Fragen habt. Und genau, ansonsten auch immer gerne in die Gruppe, ist ja klar. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zugehört habt. Und ja, wir sehen uns gleich in Start Your Own Revolution, würde ich sagen. Tschüss, ihr Lieben, noch einen schönen Abend.